Alle sind für Klimaschutz, oder zumindest fast alle, mal abgesehen von denen, die aus ideologischen Gründen das ganze Thema einfach leugnen müssen, weil sie irgendwo ahnen, dass ihre Weltanschauung zusammenbrechen würde, wenn sie sagen, ja, es gibt ein Problem mit der Klimaerwärmung. Aber jedenfalls, sehr viele, fast alle sind für Klimaschutz, aber die globale Erwärmung nimmt unaufhörlich zu. Alle sind für Umweltschutz, was überhaupt keine neue Idee. Seit Jahrzehnten schon gibt es überhaupt keine politische Kraft, die irgendwie ernst genommen werden will, die nicht für Umweltschutz wäre. Aber die Müllberge werden immer größer. Alle sind für soziale Gerechtigkeit. Soziale Gerechtigkeit, eine Idee, die noch viel älter ist als Umweltschutz. Aber die Armut wächst. Alle wollen mehr freie Zeit zum Leben, aber sollen immer länger arbeiten. Rente mit 70, mit 70, Überstunden ohne Ende und. Niemand will die Krise, aber keiner kriegt sie in den Griff. Spätestens seit 2008 mit dem Zusammenbruch von Lehman Brothers, das ganze Banksystem wackelt, äußert sich diese ökonomische Krise der Kapitalverwertung in verschiedenster Form immer wieder. Ja, komisch. Am guten Willen kann es nicht liegen, weil der gute Wille ist vorhanden. Das Problem ist, dass diese bürgerliche oder kapitalistische Gesellschaft, in der wir leben, einige ganz grundlegende Konstruktionsfehler hat. Und darüber muss man sich im Klaren werden. Diese Gesellschaft kann sich nicht an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ihrer Krise herausziehen. Meistens wird diskutiert, ja, es wird die falsche Politik gemacht, die Politik ist schuld, das greift zu kurz. Das Problem ist die Ökonomie, die Wirtschaft ist das eigentliche Problem. Die Wirtschaft ist das eigentliche Problem. An dem Nachhaltigkeitsdiskurs ist ja irgendwas sehr frappierend, weil er hat es bis heute geschafft, diesen Ruch des Neuen zu haben. Wow, Nachhaltigkeit, das ist doch was. Dafür sind wir auch. Niemand ist dagegen. Nachhaltigkeit klingt irgendwie cool. Diesen Diskurs gibt es im Prinzip seit einem halben Jahrhundert. Also mit dem Bericht des Club of Rome über die Grenzen des Wachstums 1972 gibt es im Grunde spätestens international diesen Diskurs. Da taucht der Begriff Nachhaltigkeit noch nicht auf, aber darum geht's. Der Begriff taucht dann expressis verbis 1987 auf. Die ehemalige norwegische Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland erstellt im Auftrag der UNO diesen Bericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung. Dort erscheint dann Sustainable Development für Deutschland mit nachhaltiger Entwicklung. Seitdem gibt es und gab es Unmengen an Konferenzen, Beschlüssen, Aktionsplänen von nationalen Parlamenten, von Universitäten und Betrieben, von internationalen Organisationen, Weltkonferenzen, die sich mit dieser Frage befassen. Ich habe hier nur die wichtigsten globalen Konferenzen aufgeführt, 92 Umwelt und Entwicklung Rio de Janeiro, 97 Konferenz Rio plus 5 in New York, 2002 Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg, 2012 Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung in Rio de Janeiro. Und was lesen wir in Wikipedia? In der Abschlusserklärung sind keine verbindlichen Abmachungen für die Umsetzung der erklärten Ziele enthalten, sodass Nichtregierungsorganisationen und Vertreter der Zivilgesellschaft die Verhandlungen für gescheitert erklären. Das ist das Ergebnis eines halben Jahrhunderts Nachhaltigkeitsdiskurs. Erst kürzlich, nicht wahr, Bericht im Bundeskabinett, die Klimaziele für 2020 werden nicht erreicht. Seit einem halben Jahrhundert geht dieser Diskurs. Was ist Nachhaltigkeit? Da gibt es verschiedene Definitionen. Ich orientiere mich hier mal an der herrschenden, allgemein weitgehend akzeptierten Definition von Nachhaltigkeit. Zitiert nach dem Drei-Säulen-Modell, Lexikon der Nachhaltigkeit, Aachener Stiftung, Kathy Beuys. Nachhaltigkeit
sei dann gegeben, wenn eine sogenannte Win-Win-Win-Situation eintritt. Und eine Win-Win-Win-Situation ist eine Situation, bei der Unternehmen, Umwelt und Gesellschaft von nachhaltigem Wirtschaften gleichermaßen profitieren. Das ist nicht möglich. Also schon die einfache Überlegung, wenn das möglich wäre, müsste eigentlich nach einem halben Jahrhundert Nachhaltigkeitsdiskurs ein bisschen was passiert sein. Das ist bestenfalls in Nischen möglich. Natürlich gibt es hin und wieder auch ein geniales Produkt, das wirklich nachhaltig ist, das auch eine Nische auf dem Markt besetzt, wo jemand seinen Gewinn machen kann, klar. Aber im Gesamtrahmen dieses Wirtschaftssystems, noch dazu global, kann es nicht funktionieren. Wenn es funktionieren würde, hätte es, wie gesagt, schon lange funktioniert. Und warum es nicht funktionieren kann, das wollen wir uns jetzt ein bisschen näher anschauen. Das ist ein längeres Zitat. Starte möglichst viele Projekte, die dein Unternehmen verantwortungsbewusst gegenüber Umwelt, Mitarbeitern, Kunden und der Gesellschaft dastehen lassen. Rede möglichst laut über diese Aktivitäten. Sorge dafür, dass dein Unternehmen in den entsprechenden Rankings gut dasteht. Treibe mit dem Image der Nachhaltigkeit deinen Aktienkurs nach oben. Aber lasse auf keinen Fall zu, dass der ganze Öko- und Sozialklimbim deine Profitabilität beeinträchtigt. Und die das schreiben, nennen diese Veranstaltung Greenwashing. Wer schreibt das? Revolutionär, kommunistischer Arbeiterbund. Naja, das schreibt das Manager-Magazin. Und die wissen, wovon sie reden. Wir müssen uns ein bisschen befassen mit der Frage, was ist denn eigentlich Kapitalismus? Und ich rede spätestens seit 2008 eigentlich gar nicht so gern von Kapitalismus, weil spätestens seit 2008 hat man das Gefühl, dass irgendwie alle oder doch sehr viele irgendwie gegen Kapitalismus sind. Ich behaupte, dass die allermeisten dieser KapitalismusgegnerInnen sehr wenig von dem Ding verstanden haben, was diesem Ismus seinen Namen gibt, nämlich vom Kapital. Ich rede deswegen viel lieber vom Kapitalismus. Wenn man gegen diesen Ismus ist, sollte man was verstanden haben von dem Ding, das ihm den Namen gibt. Das ist Schulbuch im Fach Gemeinschaftskunde Oberstufe Baden-Württemberg. Das gibt es in anderen Bundesländern in ähnlicher Form genauso. Und da kriegen nun die Schülerinnen einen Begriff untergejubelt, der es in sich hat. Nämlich den Begriff des Humankapitals. Da lernt man dann also, es gibt so einen Humankapitalindikator, da wird anhand von vielen Kennziffern dann, die sich am Status der Bevölkerung, akademischer Abschluss, Meister, Technikerausbildung und so weiter, wird also dieser Humankapitalindikator berechnet. Und dann kommt man also darauf, dass Länder jetzt wie Japan, Finnland, Schweiz einen günstigen Humankapitalindex haben, während Länder wie Griechenland, Ungarn, Italien einen schlechten Index haben. Was den Schülerinnen nicht beigebracht wird, ist, dass es dieses Wort Humankapital schon mal zum Unwort des Jahres gebracht hat, nämlich 2004. Da gibt es ja nun seit Jahren so eine Gruppe von Linguisten in Darmstadt, die schaffen es sehr gut, regelmäßig jedes Jahr in die Medienbreit ein Unwort des Jahres zu bringen. Und im Jahr 2004, das wurde dann auch breit in den Medien rezipiert, haben sie das Wort Humankapital zum Unwort des Jahres erklärt und sie haben das wie folgt begründet. Humankapital degradiert nicht nur Arbeitskräfte in Betrieben, sondern Menschen überhaupt zu nur noch ökonomisch interessanten Größen. Ein Aufschrei der herrschenden Politik und insbesondere der herrschenden Volkswirtschaftlerzunft. Ein Aufschrei. Ein Herr Klaus Zimmermann,
damals Lehrstuhl für wirtschaftliche Staatswissenschaften, Uni Bonn und DEW Berlin, hat dann den Vogel abgeschossen, indem er diese Linguisten zu mentalen Luftverschmutzern und geistigen Totengräbern unserer Volkswirtschaft erklärt hat. Das will schon was heißen, wenn ein in der Regel doch sehr gefasster, distinguierter Professor, der auf seine Reputation bedacht ist, dann dermaßen ausflippt, da wurde was getroffen. Dabei haben die Linguisten hatten natürlich vollkommen recht. Auch du bist Kapital. Was denn sonst? Industrie ist Industriekapital, Betriebe sind Betriebskapital, Tiere sind landwirtschaftliches Kapital, Menschen sind Humankapital. Und wenn du dann Glück hast und in dieser Maschine verwertet werden kannst, dann gehörst du zu den Human Resources. Musst aber ganz arg aufpassen, dass du nicht abrutzt in die personelle Rationalisierungsreserve. Das sind die, die man nicht mehr braucht, weil Computer, Roboter das besser und billiger machen. Und wenn du es dann geschafft hast, halbwegs unbeschadet noch aus dieser Mühle rauszukommen, dann gehörst du zu der Rentnerschwemme, die uns allen auf der Tasche liegt. Das ist die Logik dieses Systems. Ja, wenn ich groß bin, werde ich mal Humankapital. Ne? Viel Spaß. Um das zu verstehen, müssen wir ein bisschen die Grundlage dieser Wirtschaftsweise hinterfragen. Und das Erste, woran viele schon scheitern, der Alltagsverstand scheitert, wie auch der Mainstream der Volkswirtschaftslehre. Wir produzieren keine Güter, sondern Waren. Waren. Im Alltagsbewusstsein wird das vermischt. Wahre Güter, auch im Mainstream der Volkswirtschaft. Das ist aber ein ganz wesentlicher Unterschied. Wenn wir eine Wirtschaft hätten, die Güter produziert, hätten wir viele Probleme nicht. Wir haben aber eine Wirtschaft, die keine Güter produziert, sondern Waren produziert. Und um das nochmal besser zu verstehen, wie diese Wirtschaft funktioniert, schauen wir uns dieses Ding mal an. Das ist, genau, es ist ein Schnellkochtopf, genau. Vielleicht nicht mehr ganz das neueste Modell, ich gebe zu, vielleicht Ende letzten Jahrtausends, aber noch so entfernt zu erkennen. Ja, das ist ein Schnellkochtopf. Jetzt machen wir mal ein Gedankenexperiment. Jessica, du hast dir jetzt einen Schnellkochtopf gekauft und du kochst dir ein lecker veganes Nudelgericht. So. Und da sind mehr Vitamine drin, das schmeckt besser und vor allem, du machst es in 5 Minuten statt in 20 Minuten. Ist doch alles nur super. Was machst du mit den 15 Minuten, die du eingespart hast? Ich chill auf Facebook. Chillst auf Facebook, okay. Andere gießen Blumen, was weiß ich. Okay, du lebst, ne? Du lebst. Nicht so unsere Wirtschaft. Ich sage, Moment mal, nichts auf Facebook chillen oder Blumengießer, du machst jetzt ganz schnell 1, 2, 3, 4 lecker vegane Nudelgerichte. Aber wieso denn? Ich brauche doch gar nicht 4, ich brauche nur 1. Das ist doch völlig egal, was du brauchst oder was du nicht brauchst. Du musst Käufer suchen. Und warum Käufer suchen? Ja, weil der Markt entscheidet. Der Markt entscheidet. Voneinander isolierte Wareneigentümer produzieren nicht für ihre Bedürfnisse, sondern für eine anonyme Macht, für den Markt. Die wirklich Herrschenden im Kapitalismus sind die Märkte. Das ist nicht ganz einfach zu verstehen, weil Kapitalismus ist eine abstrakte Herrschaftsform. Wir müssen uns den Märkten beugen. Unser Schicksal hängt davon ab, ob die Märkte uns honorieren oder nicht. Wir leben in einer warenproduzierenden Gesellschaft und das ist im Grunde noch ein treffenderer Begriff als Kapitalismus. Wir sind gezwungen, unser ganzes Leben lang Waren zu verkaufen und zu kaufen. Ja, wir werden selbst zu Waren. Am Arbeitsmarkt. Wir müssen unsere wahre Arbeitskraft verkaufen und hoffen, dass sie jemand abkauft. Ob wir unsere Waren verkaufen können, entscheidet wer? Der Markt. Dessen unsichtbare Hand
regiert das Leben der Menschen. Das zu verdeutlichen, was passiert, wenn deine wahre Arbeitskraft keinen Abnehmer auf dem Markt mehr findet, zum Beispiel, weil ein Computer sie besser und billiger macht, das erleben wir ja seit Jahrzehnten und das wird auch so weitergehen, na, dann bist du nicht mehr relevant, dann bist du überflüssig. Also bitte nicht falsch verstehen, kein Mensch ist überflüssig, aber in der Logik dieser Wirtschaft bist du überflüssig. Du wirst nicht mehr gebraucht für das Funktionieren dieser Wirtschaft. Du hast keinen Wert mehr. Und warum hast du keinen Wert mehr? Weil du auch eine Ware bist. Und zwar eine, die für den Markt uninteressant geworden ist. In dieser warenproduzierenden Gesellschaft herrscht der Wert. Dieser Wert regiert unser Leben. Vorsicht, Alltagssprache. Genauso wie Güter und Waren ständig verwechselt werden, müssen wir auch aufpassen, wenn wir über Wert reden im Alltag, dann meinen wir das in aller Regel im Sinne von Wertschätzung. Dies und jenes ist mir was wert, diese Beziehung, diese Erinnerung ist mir was wert. Darum geht es hier nicht. Hier geht es um den Wert als Grundlage des Äquivalententausches. Was gibst du mir, was gebe ich dir? Wie kann das auf dem Markt funktionieren? Dieser Wert macht nur dort Sinn, wo Waren produziert werden. Sinn des Wirtschaftens im Kapitalismus ist nicht die Produktion stofflichen Reichtums. Also stofflicher Reichtum, Nahrung, Kleidung, Wohnung, Bildung, Kultur. Das ist das, was wir wirklich zum Leben brauchen. Das ist nicht Sinn des Wirtschaftens im Kapitalismus. Wenn wir eine güterproduzierende Wirtschaft hätten, dann wäre der stoffliche Reichtum im Mittelpunkt. Wir haben aber eine warenproduzierende Gesellschaft. Und deswegen ist der Sinn dieser Gesellschaft die Anhäufung abstrakten Reichtums, nämlich dieses Werts, der unser Leben regiert. Diese Wirtschaft kann nur funktionieren, wenn sich dieser Wert immer weiter selbst verwertet. Dazu gleich noch mehr. Ja, im Übrigen gehen wir täglich damit um, mit diesem Wert. Das kennt ihr alle, das müssen wir als Kinder schon lernen, weil wir sonst überhaupt nicht zurechtkommen in dieser Gesellschaft. Jeder geht jeden Tag damit um. Na, das ist das Geld. Also das Geld ist nicht der Wert, aber das Geld ist der Oberflächen, die handhabbare Oberfläche dieses Werts, der uns regiert. Gerade in großen Teilen der Politik auch, aber auch der Alternativbewegungen herrscht sehr viel Unverständnis darüber, was Geld eigentlich sei. Die Meinung, dass Geld doch irgendeine geniale Erfindung sei, weil früher hat man Elefantenherden und Salzblöcke getauscht und jetzt ist es doch viel einfacher mit den Münzen und Geldscheinen. Geld sei eine geniale Erfindung, die man so ungefähr wie das Rad. Man müsse das Geld nur richtig einsetzen, dann könne man damit machen, was man will, ist eine weit verbreitete, auch unter gutmeinenden Alternativbewegungen, weit verbreitete Vorstellung, die aber unhaltbar ist, falsch ist, die nicht verstanden hat, was Geld wirklich ist. Geld repräsentiert diese Herrschaft des Werts. Den Motor dieses Kapitalismus hat vor 150 Jahren ungefähr mal einer auf die ziemlich geniale Formel gebracht, GWG', wobei G für Geld steht, W für die Ware steht und der Strich hinter dem zweiten G soll sagen, aus Geld muss mehr Geld werden. Geld, Ware, mehr Geld. Das wird schon deutlich, dass die Ware nicht Sinn und Zweck des Ganzen ist. Die Ware ist notwendiges Übel, damit aus GG' wird, aber sie ist nicht der Kern des Ganzen. Und aus G' muss G2' werden, muss G3' werden und so weiter und so weiter. Im Prinzip von der Logik des Systems her unendlich. Man spricht auch von der Wertverwertung. Eine vernünftige Kapitalismuskritik heißt deswegen auch Wertkritik.
Die Logik dieses Kapitalismus durchzieht die ganze Gesellschaft. Wenn dieser Kapitalismus nicht wächst, herrscht gesellschaftliche Krise. Er muss von seiner inneren Logik her grenzenlos wachsen. Wenn er zu stottern beginnt, bricht die Krise aus. Es ist ein weit verbreitetes Missverständnis, dass Kapital nach Profit strebt. Kapital strebt nach Maximalprofit und das ist ein ganzes Stück was anderes. Ja, es gibt Nischenkapitale, die sich am Markt halten, ohne nach Maximalprofit streben zu müssen. Aber die Logik des Gesamtsystems ist, dass nur derjenige in der mörderischen Ellenbogenkonkurrenz des Marktes überleben kann, der den maximalen Profit herausholt, um sich gegenüber den Konkurrentinnen auf dem Markt behaupten zu können. Der Schnellste gewinnt, die Langsamen gehen unter, das kennen wir alle. Diese Logik durchzieht die ganze Gesellschaft bis hinein in unsere Psyche. Eine Alltagserfahrung, und ich warne vor Alltagserfahrungen, eine Alltagserfahrung sagt, ich kann doch mit dem Geld machen, was ich will. Und das stimmt natürlich irgendwie auch. Also wenn ich 20 Euro in der Tasche habe, kann ich mir einen Kasten Bier kaufen, ich kann mir ein Buch kaufen, kann ich Kino, ich kann doch mit dem Geld machen, was ich will. Das ist ja erstmal nicht falsch. Das Problem beginnt mit der Vorstellung, dass das auch ginge, wenn Milliarden und Billionen vorhanden sind und um den Globus schwirren. Warum machen die da oben mit dem Geld nicht das, was wir wollen? Ich kann doch mit meinen 20 Euro auch machen, was ich will. Warum sind die so durchtrieben und hinterhältig und machen nicht das, was wir? Da müssen die Richtigen oben dran kommen und dann machen die Richtigen mit dem Geld das Richtige. Der Gedanke liegt nahe, um die in der Finanzsphäre, im fiktiven Kapital, schwirren Billiarden um den Globus. Warum gibt man dieses Geld in den Finanzmärkten nicht lieber für Kindergärten, Schulen und Stadtparks aus? Der Gedanke liegt nahe. Und damit mich niemand falsch versteht, ich habe in der Krankenpflege immer gearbeitet, ich war lange auch freigestellter Personalrat und Gewerkschafter im Klinikum in Stuttgart. Und ich habe mit meinen Kolleginnen auch Kampagnen organisiert, mehr Geld für Krankenhäuser. Sowas muss man machen, weil wir leben im Hier und Jetzt. Sowas muss man machen. Nur die Bedingungen A werden kontinuierlich immer schwieriger dafür, dazu gleich noch mehr. Das Problem liegt in der Vorstellung, in der verbreiteten Vorstellung, dass wenn das flächendeckend und noch dazu global gemacht würde, dass das dann doch alles gut wäre. Nein, das ist leider nicht so. Denn wenn das wirklich flächendeckend und noch dazu global gemacht würde, würde das schon recht schnell die kapitalistische Krise weiter verschärfen. Das ist zwar ein Hammer, aber es ist so. Na, weil man mit Kindergärten, Schulen und Stadtparks kein ewiges Wachstum und Maximalprofit realisieren kann. Wir haben aber gesehen, dass ewiges Wachstum und Maximalprofit das Lebenselixier des Kapitals ist. Und deswegen können Staat und Kapital eben nicht mit dem Geld machen, was sie wollen, sondern jeder Staat, egal ob Demokratie oder Diktatur, egal ob von Linken oder von Konservativen oder von Grünen regiert, jeder Staat muss zunächst mal günstige Rahmenbedingungen für die Finanzmärkte schaffen, weil die Kapitalverwertung findet zum Großteil in der Finanzsphäre heutzutage statt. Und Staaten, wo können Staaten Steuern abgreifen? Na, wenn die Kapitalverwertung funktioniert. Das ist auch der Hintergrund dafür, warum, wenn dann die Linken und die Grünen an die Regierung kommen und so viel anders die auch nicht machen, im Wesentlichen an der Wirtschaft, nicht weil die jetzt auf einmal auch zu Verrätern geworden wären, viel zu platt, sondern weil die Ökonomie so funktioniert, weil die Diktatur der Ökonomie das erfordert. Die Explosion der Finanzmärkte ist die logische Folge des Wachstums Zwangs. Und wenn Politiker ihnen sagen, die Banken sind systemrelevant, ist ja alles ein Begriff, den bis 2008 eigentlich nur so ein paar linke Spinner verwendet haben. Und 2008 sagt dann Merkel, wir müssen mal gucken, was ist eigentlich systemrelevant. Und seitdem ist der Begriff systemrelevant im Mainstream angekommen.
Wenn also Politiker Ihnen sagen, die Banken sind systemrelevant, dann lügen Sie nicht. Das ist zwar ein Hammer, dass es so ist, aber Sie sagen die Wahrheit. Ja, ja, die Banken sind systemrelevant und nicht Tim und Theresa. Wenn Tim und Theresa systemrelevant wären, dann würden wir in einem System der Güterproduktion und nicht der Warenproduktion leben und dann hätten wir viele Probleme nicht. Ja, sagen dann welche, aber das machen wir doch ganz einfach, dann könnten wir eben eine demokratische oder eine ethische Bank. Und da beschließen wir mit Mehrheit, mit demokratischer Mehrheit, für was wir das Geld ausgeben wollen und für was nicht. Und dann ist doch alles gut. Und dann gibt es nun auch Beispiele dafür. Die bekannteste ist wohl die GLS-Bank, geben, leihen, schenken. Nun nichts gegen die GLS-Bank, die ja hin und wieder auch mal durchaus vernünftige Projekte finanzieren, nichts dagegen. Nur die Vorstellung, dass das Bankwesen insgesamt und global so funktionieren könnte, ist auf Sand gebaut. Das macht schon folgende Überlegung deutlich. Woher haben diese demokratischen oder ethischen Banken, die GLS-Bank, woher hat die eigentlich die Einlagen? Na, von besser verdienenden Leuten mit ethischem Anspruch. Okay, gut, super. Die sagen, nein, ich lege mein Geld nicht in der Rüstungsindustrie an, obwohl ich da 2-3% mehr Profit habe, ich lege es in der ethischen Bank an. Also Respekt, gut. Aber woher haben denn die besser verdienenden Leute, die ihr Geld in der ethischen Bank anlegen, ihr Geld? Woher haben die ihr Einkommen? Natürlich aus der Megamaschine von ewigem Wachstum und Maximalprofit. Entweder indem sie direkt in dieser Wirtschaft arbeiten oder indem sie beim Staat arbeiten, der Steuern abgreift aus dieser Megamaschine, um sie zu bezahlen. Also die ethische Banken können bestenfalls ein Nischenprojekt sein, das aber letztendlich von der Megamaschine lebt. Deswegen die Vorstellung, dass das ganze Bankensystem einfach ethisch werden kann und demokratisiert, ist auf Sand gebaut, hat nicht verstanden, was Geld eigentlich ist. Die Verhältnisse können damit nicht grundlegend geändert werden. Naja, aber der Kapitalismus kann doch das Klima retten. Wir müssen das nur schlau anstellen, wir müssen uns ein paar Instrumente einfallen lassen und dann kriegen wir das schon hin. Und der absolute Renner seit einiger Zeit ist ja die CO2-Steuer. Also das ist irgendwie die große Lösung. Ja, man hat manchmal das Gefühl, dieser ganze Klimadiskurs wird gerade eingeengt, nur noch auf die CO2-Steuer. Bist du dafür oder bist du dagegen? Und wer dann ein bisschen mehr CO2-Steuer fordert, der ist noch besser. Und jetzt muss ganz schnell CO2-Steuer beschlossen werden und dann kriegen wir schon alles in den Griff. Interessant an dieser Diskussion ist, dass es nirgendwo Einschränkungen, jedenfalls mir nicht bekannt ist, dass es irgendwelche relevanten Untersuchungen darüber gäbe, was denn diese CO2-Steuer dort, wo sie bereits zum Teil seit Jahren angewandt wird, tatsächlich an Effekt bringt. Er ist offensichtlich ziemlich gering. Schweden hat seit Jahren eine relativ hohe CO2-Steuer von 140 Euro auf die Tonne CO2. Das bringt genau 3% Reduzierung. Und das ist ein ziemlich hoher Betrag schon. Es wird jetzt von, die Grünen haben jetzt, glaube ich, mal 85 Euro gesagt in Deutschland und so weiter. Und da sind sie schon an der Spitze gegenüber anderen. Das macht völlig deutlich, dass eine wirkliche Dekarbonisierung weltweit einen astronomisch hohen CO2-Preis voraussetzen müsste, zwangsläufig voraussetzen müsste, um wirksam zu werden. Dieser astronomisch hohe CO2-Preis aber würde die Profitabilität der Konkurrentinnen auf dem Weltmarkt beeinträchtigen und würde damit zum Kollaps der Kapitalverwertung führen, weswegen das nicht geht im Rahmen dieses Systems. Maximalprofit, ewiges Wachstum, gerieten in die Krise. Das ist kein Ausweg. Das ist kein Ausweg. Ja, aber dann machen wir es halt anders. Dann retten wir den Kapitalismus anders. Retten wir das Klima anders mit dem Kapitalismus.
Man muss nur in das Richtige investieren, Solarenergie und so weiter. Gibt es ja dann einige, die auch sagen, ja, ich mache damit Gewinn und ich weiß gar nicht, warum andere das nicht auch machen. Die anderen, meine sozusagen Mitkapitalisten oder Konkurrentinnen auf dem Markt, die sind ja alle nur blöd. Würden die nur mal schnell erkennen, dass man doch mit Solarenergie in einem anderen ganz viel Profit machen kann. Man muss nur in das Richtige investieren. Aber es ist wie mit allem. Nehmen wir das Beispiel Solarenergie, dass die wirtschaftlich wird, muss sie natürlich den herrschenden Energiepreis unterbieten. Sonst leistet sie sich niemand. Sie muss den herrschenden Energiepreis unterbieten. Was passiert aber unter kapitalistischen Bedingungen, wenn der Preis sinkt? Na, die Nachfrage steigt. Das ist der sogenannte Rebound-Effekt, den auch viele bürgerliche Ökonomen selbst sehen. Also wenn eben die Solarenergie billiger wird, ja, dann lege ich mir Solarenergie zu und dann kann ich mit meinem Elektroauto genauso viel oder noch mehr fahren, weil sie ist ja billiger. Der Wachstumszwang ist nicht aufgehoben. Der Kapitalverwertung immanente Wachstumszwang ist nicht aufgehoben. Das ist kein Ausweg. Überhaupt die Vorstellung, durch technische Innovation den Ressourcenverbrauch zu senken, ist eine gute Vorstellung. Bei einer vernünftig eingerichteten Gesellschaft wäre das natürlich auch notwendig, würde auch funktionieren. Funktioniert aber unter kapitalistischen Bedingungen nicht, kann nicht funktionieren. Nur kurzfristige Effekte haben bestenfalls die schnell wieder ausgeglichen und durchgestrichen werden. Der Motor des Kapitalismus ist die Anhäufung abstrakten Reichtums des Werts. Das heißt aber, je weniger Wert pro Einheit geschaffen wird, desto weniger, desto notwendiger ist die Ausweitung der Produktion, also die Ausweitung der Wertmasse. Je billiger, je mehr ich in Rationalisierung investieren kann, je weniger ich für Arbeit zahlen muss als Kapital, je günstiger ich also etwas auf dem Markt anbieten kann, je weniger Wert das Einzelprodukt hat, umso mehr muss ich als Kapital daran interessiert sein, dass wenn schon der Wert des Einzelteils sinkt, die Wertmasse insgesamt steigt. Das heißt, das ist ein eingebauter Mechanismus zum immer mehr, immer mehr, immer mehr, sonst wird es nicht funktionieren. Das heißt, weniger Ressourcenverbrauch pro Einheit unter kapitalistischen Bedingungen, wenn die Wachstumsdynamik weiter wirkt, heißt mehr Ressourcenverbrauch total. Dieser Fetisch Wachstum durchzieht die ganze Gesellschaft und das nicht ohne Grund. Also wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst, dann jammern alle, und zwar buchstäblich alle. Der Bundesverband der deutschen Industrie jammert, weil die Profite wackeln. Die IG Metall jammert, weil Arbeitsplätze gefährdet sind. Die Politik, und zwar völlig egal, welche Partei, völlig egal, jammert, weil die Steuern ausbleiben. Und die jammern alle nicht, weil sie blöd wären, sondern weil sie klug sind, weil sie genau ihre Interessen richtig erkennen. Wächst Kapital nicht, dann herrscht gesellschaftliche Krise. Ganz wichtig ist zu verstehen, warum Kapital beständige Akkumulation braucht, also beständige Anhäufung braucht. Wenn Kapital nicht beständig angehäuft wird, gerät es in die Krise. Das ist die Existenzbedingung für Kapital. Nur dasjenige Einzelkapital, das in der mörderischen Konkurrenz auf dem Markt am meisten in Rationalisierung investieren kann, setzt sich im Konkurrenzkampf durch. Rationalisierung heißt, die Arbeitskosten senken. Die modernste Technologie, die modernsten Methoden haben, davor brauche ich möglichst viel liquide Mittel, um das durch. Wenn ich in der Lage bin, mehr zu rationalisieren als meine Konkurrentinnen auf dem Markt, dann kann ich einen unschlagbaren Preis auf dem Markt bieten. Und dann setze ich mich durch gegen die Konkurrentinnen. Und das gilt für jedes Kapital. Und deswegen müssen bei Strafe des Untergangs alle Einzelkapitale genau das verfolgen. Und mein Kapital muss ständig wachsen, sonst werde ich vom Markt verdrängt. Kapitalismus ohne Wachstum
ist unmöglich bzw. gerät sofort in die Krise. Es ist völlig klar, dass in einem solchen System die Zerstörung der Erde früher oder später vorprogrammiert ist. Und zwar schon von der inneren Logik her, von der inneren Logik dieses Systems. Nun, das haben ja auch nicht wenige erkannt. Und es gibt ja nun schon länger, also diese Degrowth-Bewegung, wo dann so verschiedene, durchaus auch interessante und kluge Ideen da gehandelt werden. Wie kann man wegkommen von diesem Wachstum? Nach meiner Kenntnis leiten praktisch alle diese Konzepte, die ich, wie gesagt, nicht im Bausch und Bogen verurteilen will, weil da gibt es auch durchaus kluge Gedanken, leiden alle an einer zentralen Schwäche, weil sie gipfeln alle in der Vorstellung, ja, das Wachstumsdenken muss überwunden werden. Wir müssen unser Wachstumsdenken überwinden. Das ist aber keine Lösung, denn das Wachstumsdenken ist systemimmanent, vollkommen rational. Wenn ich bei VW arbeite und das mein Lebensunterhalt, der meiner Familie davon abhängt, dass VW wächst und ich in die Krise gerede, dann ist es vollkommen rational, wenn ich dafür bin, dass VW möglichst viele von den Kisten in der ganzen Welt verkauft. Dieses Wachstumsdenken ist systemimmanent, völlig rational. Deswegen reicht es nicht, irgendwie dieses Denken zu überwinden. Überwunden werden muss das Kapital, weil ihm der Wachstumszwang inhärent ist. Okay, dann sagen andere, na, da machen wir eben grünes Wachstum. Es gibt ja noch so viel, unbestritten, es gibt so viel, was doch sinnvoll wäre und was man dann, und dann konzentrieren wir uns darauf. Das Problem ist nur entweder Wachstumszwang oder ökologische Produktionsweise. Das ist das Problem im Kapitalismus. Also ich verstehe nichts von Autos, außer dass ich seit 26 Jahren keins mehr habe und wunderbar damit lebe. Aber es gibt Leute, die verstehen wesentlich mehr von Autos als ich. Und da gibt es Fachleute, die sagen, ja, man kann ein Öko-Auto bauen. Also so richtig vom Ressourcenverbrauch bis Umweltbelastung, so das geht. Ich habe da ein bisschen meine Zweifel. Muss aber gestehen, das sind laienhafte Zweifel. Ich kann mich nicht auf Augenhöhe mit Fachleuten darüber unterhalten. Mögen Sie recht haben. Möglicherweise kann man ein Öko-Auto bauen. Aber das wäre noch lange keine ökologische Gesellschaft. Denn das hätten wir nur beim massiven Rückbau der Autoindustrie. Das ist die Kurve der weltweiten Automobilproduktion von 2000 bis 2012. Man sieht, es geht da immer ganz schön aufwärts und dann kommt 2008, 2009 kommt auf einmal eine Delle und dann geht es wieder hoch. Was war 2008, 2009? Da ist die Krise, die in den Finanzmärkten ausbrach, wenn es auch nicht dort die eigentliche Ursache liegt, aber die da ausbrach, auf die Automobilindustrie durchgeschlagen. Ja, wenn Krise, dann Öko, und wenn keine Krise, dann nicht Öko. Das ist die Falle. Das ist die Falle in diesem System. Da hat mal schon Ende der 70er Jahre ein Manager vom BMW, ein Spitzenmanager, auf einer Podiumsdiskussion einen genialen Satz gesagt. Ich glaube, der war sich gar nicht im Klaren darüber, was für einen genialen Satz er da sagt. Der wurde gefragt, ja, wissen Sie denn nicht, dass es viel zu viele Autos gibt? Wir können doch nicht die ganze Welt, den Ostblock damals noch, den Ostblock und Südamerika und Asien und irgendwann noch Afrika und so, mit so vielen Autos zuschütten, wie es heute schon in Westeuropa und in Nordamerika gibt. Sehen Sie das nicht auch? Dann sagt er folgenden genialen Satz, ja, das stimmt schon, es mag viel zu viele Autos auf der Welt geben, aber es gibt zu wenig BMWs. Und das ist genial, weil das ist genau die irre Logik dieses Systems.
Und das muss der Manager von VW und der Manager von Daimler natürlich ganz genauso sagen. Ja, wir sind ja nicht blöd, wir wissen, es gibt viel zu viele Autos, aber zu wenig Daimler, zu wenig VWs. Und das muss nicht nur der Manager sagen, das muss der Betriebsrat auch sagen und die Kollegin, die bei Daimler ihr Geld verdient. Du kannst ja tausendmal verstanden haben, dass es nicht so weitergeht und dass es viel zu viele Autos gibt und dass der ganze Laden irgendwann an die Wand fährt. Wenn dein Lebensunterhalt und der deiner Familie aber davon abhängt, dann bist du daran interessiert, dass der Daimler möglichst viel von den Dingern in China absetzt. Das war der legendäre Eberhard von Kühnheim, Vorstandsvorsitzender der BMW AG. Ich habe das lange nicht belegen konnten, weil das war aus einer Zeit, wo es noch kein Netz gab und ich habe mir leider den Zeitungsausschnitt nicht aufgehoben. Aber ich habe jetzt dann eine seriöse Quelle gefunden, nämlich der Bayern-Kurier. Also da muss es ja stimmen. Das ist die irre Logik dieses Systems, in dem wir alle gefangen sind. Da ist auch der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit, den es natürlich in anderer Hinsicht gibt, aber in so basalen Fragen nicht mehr vorhanden. Wir sitzen tatsächlich in demselben Boot. Wir wissen, dass der Laden an die Wand fährt, wenn es so weitergeht, aber er muss weiter an die Wand fahren, weil wir anders nicht überleben können. Das ist die irre Logik dieses Boots, in dem wir alle sitzen. Ein grüner Kapitalismus ist unmöglich. Der Wert regiert unser Leben. Sinn des Wirtschaftens im Kapitalismus ist nicht die Produktion stofflichen Reichtums. Das wäre eine Gesellschaft, in der es ums gute Leben für alle geht, sondern die Produktion abstrakten Reichtums, nämlich dieses Werts, der sich immer wieder verwehren muss. Dieser Kapitalismus ist im Prinzip ein Kartenhaus. Das wird insbesondere seit 2008 deutlich. Lehman Brothers, eines der renommiertesten Bankhäuser der Welt, bricht zusammen, also kann die Kredite nicht mehr bedienen. Und förmlich innerhalb von Stunden wackelt das ganze internationale Finanzsystem, weil eine Bank der anderen nicht mehr traut. Ja, wenn Lehman Brothers schon nicht, dann irgendwo. George W. Bush, das war die Endzeit seiner Präsidentschaft, macht damals etwas für die damalige Zeit Unerhörtes. Mittlerweile hat man sich daran gewöhnt. Er zieht 400 Milliarden Dollar aus der Tasche, um das Bankkapital zu stabilisieren. Und die Chinesen und die Europäer ziehen mit noch größeren Beträgen nach. Woher kommt das Geld? Natürlich ist es gedrucktes Geld, beziehungsweise am Computer generiert. Staaten können das ja machen, im Unterschied zu dir und mir, ne? Einfach Geld drucken. Also wir können es auch, kriegen wir vielleicht ein Problem mit dem Staat. Nur die Staaten kriegen auf Dauer auch ein Problem, wenn sie Geld drucken. Weil man konnte tatsächlich das Bankensystem stabilisieren. Mitte 9 haben die viele VWL-Professoren schon wieder gerufen, was wollt ihr, denn ist doch alles klar, wir haben doch alles im Griff, man kann alles steuern. Aber es war vollkommen klar, welches Problem man sich damit als Sechses einhandelt, nämlich das Problem der wachsenden Staatsverschuldung. Aufblähen der Staatsverschuldung, das kriegen wir seit Jahren mit. Immer mehr Staaten stehen vor dem Bankrott. Die Staatsverschuldung. Und ich will jetzt mal ganz zynisch nicht über das Elend, das viele Menschen in Griechenland durch diese Staatsverschuldungskrise erlitten haben und noch erleiden. Darüber will ich jetzt mal zynischerweise gar nicht reden, sondern ich will nur mal über die reine Systemlogik reden. Ist es möglich, dass ein Land wie Griechenland oder andere kleinere Länder gerettet werden in der Systemlogik? Das weiß ich nicht. Bin kein Prophet. Möglicherweise sind Länder wie Griechenland und andere in dieser Größenordnung zu retten. Aber eines ist klar, wenn sie gerettet werden, dann von den Großen. Von den Großen, die dahinter stehen. Von Deutschland, USA, China, Japan. Wer aber rettet die Großen? Dahinter steht niemand mehr. Und in all diesen Ländern wackelt es bedenklich. Und es spricht sich langsam auch rum, dass auch die Tage des Exportweltmeisters Deutschland schneller gezählt sein können, als manche noch glauben. Ich konnte das nur andeuten. So eine vernünftige Kapitalismuskritik oder auch Wertkritik, dazu wäre noch viel mehr zu sagen. Ich habe
Literatur dabei, die ich hier sehr empfehlen kann. Zum einen die große Entwertung, warum Spekulation und Staatsverschuldung nicht die Ursache der Krise sind, von Ernst Lohhoff und Norbert Drenkle von der Coppi Crisis. Das nach meinem Kenntnisstand mit Abstand beste Buch, das diese Krise, die seit 2008 nicht enden will, erklärt, und zwar nicht mit billigen Erklärungen wie es gibt gierige Bankster, die sind an allem schuld, oder neoliberale Politiker machen alles falsch, sie hätten, wenn sie nur wollten, es auch ganz anders machen könnten, sondern die wirklich die Krise auf der Grundlage der Kapitalverwertung in Zeiten von mikroelektronischer Produktivkraftrevolution und Globalisierung untersucht. Normalerweise 18 Euro kann ich heute für sagenhaft günstige 12 Euro hier weitergeben. Ja, wir leben im Kapitalismus. Okay, und das Manifest gegen die Arbeit, ein absolut lesenswerter Text, mittlerweile 20 Jahre alt, jetzt neu erschienen mit einem umfangreichen Nachwort. Es ist, man merkt es ein bisschen an den Personen, da kommt noch Tony Blair vor und so, aber das ist nicht im Wesentlichen, ist das top aktuell, und das Nachwort aktualisiert es nochmal, das ist ein eher essayistischer Text, der hinführt zu einer vernünftigen Kapitalismuskritik. Ist übrigens in Chinesisch, in Arabisch, in Persisch, in ganz vielen Sprachen erschienen und findet nach wie vor reißenden Absatz. Eine vernünftige Kapitalismuskritik beginnt immer mit der Kritik der Arbeit. Arbeit, wie kann man sowas kritisieren? Arbeit ist das Vernünftigste von der Welt. Nein, Arbeit ist überhaupt nicht das Vernünftigste von der Welt. Vernünftige Tätigkeit, das ist was vollkommen anderes als wertschaffende Arbeit, damit die Kapitalverwertung funktioniert. Also ein hinführender essayistischer Text, Manifest gegen die Arbeit, der Titel ist nach wie vor provokativ. 3 Euro. Was tun? Also erstmal einen Schluck Wasser nehmen. Vier Vorschläge. Erstens Kapitalismus verstehen. Zweitens anders leben. Drittens anders arbeiten. Viertens anders organisieren. Anders das Leben und die Gesellschaft organisieren. Zum Kapitalismus verstehen haben wir jetzt einiges gesagt, aber mindestens so wichtig als verstanden zu haben, was Kapitalismus ist, ist zu verstehen, was Kapitalismus nicht ist. Und da gibt es zum Teil ja nicht nur hanebüchen und absurde Vorstellungen, sondern auch direkt gefährliche Vorstellungen. Es gibt so eine gerade auch unter Linken weit verbreitete oberflächliche, personalisierende, regressive Kapitalismuskritik. Und die zentrale Frage dieser regressiven Kapitalismuskritik, die sehen wir hier. Die geht so. Also Geld regiert die Welt. Das stimmt ja irgendwie auch. Ist ja so eine Alltagserfahrung, ist ja nicht ganz falsch. Aber jetzt, Leute, seid kritisch. Bohrt nach. Lasst euch nicht abspeisen. Wer regiert denn das Geld? Wer regiert das Geld? Das wollen wir wissen. Das ist die zentrale Frage des nicht verstandenen Kapitalismus, des falschen, oberflächlichen Antikapitalismus, die sich aber unheimlich kritisch vorkommt. Nun sieht man hier 99, okay, eine kleine Demo von irgendwelchen Occupy-linken Spinnern, naja, irgendwelche Extremisten vom Rand halt, ja, so, irgendwelche Linken halt. Naja, hier genau dieselbe. Genau dasselbe, Geld regiert die Welt, und wer regiert das Geld? Die Dame rechts ist Katrin Oertel, kann sich noch jemand an den Namen erinnern? Katrin Oertel wurde vor einiger Zeit medial ziemlich bekannt über Pegida in Dresden, hat Pegida in Dresden gemacht, hat sich dann irgendwann öffentlich entschuldigt auf Facebook, oh, sie habe da jetzt wirklich was falsch gesehen, sie müsse sich korrigieren. Die Muslime seien ja gar nicht an allem schuld, in Wirklichkeit seien die Amis an allem schuld. Und seitdem macht sie Pegada, also gegen die Amerikanisierung des Abendlandes. Also genau die gleiche Denke, exakt die gleiche Denke, jetzt links und rechts. Okay, irgendwelche Spinner vom Rand, kennt man ja, Extremisten. So. Hier der Spiegel,
das Mainstream-Medium par excellence, mit genau der gleichen Frage. Geld regiert die Welt, ja, und wer regiert das Geld? Und man sieht, dass die führenden PolitikerInnen der Welt hier an Marionettenfäden hängen, die sich irgendwo oben im Dunkeln verlieren. Irgendwo im Dunkeln sitzen einige wenige, die die Herrscher des Geldes sind, und die sind das Problem. Die evangelische Kirche, auch gerade nicht unter Extremismusverdacht, macht Seminare zu genau dem gleichen Thema. Also die Vorstellung, dass einige wenige das Geld beherrschen, das Geld regieren, ist weit verbreitet in der ganzen Gesellschaft. Links, rechts und auch in der vermeintlich ach so guten Mitte. Wer aber nach den Herrschern des Geldes sucht, der hat die abstrakte Herrschaft der Kapitalverwertung, eben diesen Kapitalismus, nicht verstanden. Anstatt die systemischen Widersprüche zu analysieren, sucht er nach schuldigen Menschen. Irgendwer muss daran schuld sein. In dieser verbreiteten Vorstellung schlummert latent ein Vernichtungswunsch, auch wenn er vielen, die diese Vorstellung teilen, noch gar nicht bewusst ist. Das muss einem klar sein. Nicht jeder trägt auf jeder Occupy-Demo so ein Schild mit sich herum. Aber es ist interessant, dass sowas auf der Occupy-Demo auftaucht. Eine Welt ohne 1% ist nötig und längst überfällig. Ja, die Logik des Gedankens drängt danach. Wenn die Welt so eingerichtet ist, dass 99% Gute und Ehrliche leiden unter dem 1% Gierigen, dann muss das 1% Gierige verschwinden, damit es uns wieder gut geht. Die Logik drängt danach. Dieses Bild ist vor ein paar Jahren aufgenommen worden in München, hätte überall sonst auch entstehen können. Hintergrund: meine Verdi-Kolleginnen bei der Telekom haben gestreikt, und zwar mit jedem Recht der Welt. Die hatten einen Riesenwut im Bauch, die sollten gleichzeitig die Arbeitszeit verlängert kriegen, die Löhne gekürzt kriegen und Stellen abgebaut. Die haben einen Riesenwut gehabt, haben mit jedem Recht der Welt gestreikt. Und jetzt haben welche, nicht alle, aber welche haben dieses Transparent gemalt. Und was sehen wir da? Da sehen wir also gierige Heuschrecke, die sich von Aktien ernährt. Und der Wunsch ist, dass die starke Hand kommt und dieses Ungeziffer, das sich an Börsen herumtreibt, vernichten möge. Womit? Mit Gas. Die starke Hand soll das Ungeziffer an den Börsen mit Gas vernichten. Ich unterstelle den Kolleginnen, die das gemalt haben, überhaupt nichts, außer einem, dass sie sich überhaupt nicht im Klaren war, was aus ihrem wütenden Bauch heraus unter konsequenter Umgehung ihres Gehirns in ihre Finger floss und zum Transparent wurde. Und dieser wütende, unreflektierte, spontane Bauchantikapitalismus, der ist das Problem. Und wir reden nicht am grünen Tisch. Wir reden nicht am grünen Tisch. Auschwitz war in der Wahnvorstellung, die meisten Deutschen oben wie unten befallen hatte, die Entsorgung der Raffgier, die ohne ehrliche Arbeit zu einem guten Leben kommen will, im Namen der ehrlichen und betrogenen Arbeit. Viele gut bürgerliche, aber auch linke Fans der Arbeiterklasse stellen sich ja die Frage, warum steht eigentlich Arbeit macht frei? Was hat die Arbeit? Ist doch eine gute Sache und so weiter. Man kann die nationalsozialistische Bewegung überhaupt nicht verstehen, ohne den extrem positiven, affirmativen Bezug der NSDAP auf die Arbeit, auf die als gut und ehrlich und deswegen betrogene empfundene Arbeit. Moishe Postone, ein Theoretiker, den ich sehr empfehle, der kürzlich leider verstorben ist, hat versucht, das zu erfassen, was in den Köpfen und den Bäuchen auch von Menschen vor sich geht, die sich so Kapitalismus erklären. Und er sprach von der Biologisierung. Da findet eine Biologisierung des Kapitalismus statt. Was damit gemeint ist, wird an diesem Bild recht deutlich, aufgenommen bei einer Demonstration gegen TTIP. Wir sehen also auf diesem Transparent zwei fette Kapitalistenschweine, die jetzt der Politik hier dargestellt als Merkel diktieren, was sie zu machen hat. Das ist so die Vorstellung, wie denn Politik funktionieren würde. Und die das hochhalten, halten sich für Kritiker des Kapitalismus. Nun wird man beim besten oder auch beim
bösesten Willen in diesen Kapitalisten-Schweine-Visagen keine Anführungszeichen jüdischen Gesichtszüge erkennen, aber die sind schneller da, als man glaubt. 2012 große linksradikale Demonstration am Bauzaun für die Europäische Zentralbank in Frankfurt am Main. Großes Bild, die Gier nach Geld zerstört die Welt. Und da ist er schon mit den typisch, Anführungszeichen, jüdischen Merkmalen, die Nase, die Lippen, da ist er schon. Und der Zeichner hält sich für einen besonders radikalen linken Kapitalismus-Kritiker. Das geht schneller, als man glaubt. Nationalsozialismus und Antisemitismus, ein theoretischer Versuch von Moishe Postone, ein Basistext, den man kennen muss, 15, 16 Seiten als PDF im Netz erhältlich. Das ist sozusagen Must-Read-Pflichtlektüre. Ja, anders leben. Ja, Konsumverhalten ändern, durchaus. Ich bin durchaus der Meinung, man kann auch individuell was tun, es reicht nicht, aber man kann was tun. Und die zum Teil unter Linken noch verbreitete Vorstellung, die besonders radikal sich wähnt, ach, persönliche Verhalten ändern bringt doch sowieso überhaupt nichts, man muss eine Revolution machen, das System, und dann wird alles gut, das sehe ich schon lange anders. Also persönliche Verhaltensweisen können durchaus was beitragen, aber sie sind nicht die Lösung. Also natürlich kann man autofrei leben. Also 80% der Menschen in Mitteleuropa leben in Städten. Es ist interessant, wie schnell das Argument kommt, ja, auf dem Land, auf dem Land, auf dem Land. Und lebst du auf dem Land? Also man kann autofrei leben. Man kann natürlich Bioprodukte, Fairtrade, weniger Kunststoff, weniger kein Fleisch essen. Das ist alles auch sinnvoll und ich bin auch der Überzeugung, dass das viel mehr Menschen machen können, als bisher machen. Das hat aber beschränkte Wirkung. Das muss einem klar sein. Zum einen ist es letztendlich eine Frage des Einkommens. Ja. Also nicht alle können sich irgendwie teure Produkte mit 1000 Bio-Labeln leisten. Aber dann, und das noch wichtiger, auch diese sogenannten alternativen Waren unterliegen natürlich der Herrschaft von Markt und Wert. Also auch die müssen sich verwerten, auch die müssen wachsen, auch die müssen ihren Maximalprofit machen, um am Markt nicht unterzugehen. Das heißt, die Megamaschine läuft damit auch weiter. Kürzlich diese Meldung. Produkte aus fairem Handel haben laut einer Studie der Uni Göttingen kaum positive Effekte auf die Lebensbedingungen von Landarbeitern in Afrika. Die meisten glauben, dass das so wäre. Ganz wichtig ist, glaube ich, dass man nicht mit moralinsaurem Zeigefinger kommt und diese Debatte haben wir ja auch, oder diesen, es gibt so einen Zug in dieser ganzen Debatte, Konsumverhalten ändern, die so ein bisschen nach dem Motto, ihr mehr oder weniger ausgesprochen, ihr Sünder, ihr lebt über eure Verhältnisse und fahrt mal zurück und so weiter und schämt euch mal. Das ist problematisch. Also ich sage mal, als ich vor 26 Jahren mein Auto abgeschafft habe, habe ich es abgeschafft, weil ich selber auf dem Dreh kam, dass es gut ist für mich. Und nicht, weil man mir gesagt hat, ich sei ein Sünder, muss es abschaffen. Das muss erstmal durch die Köpfe durch und das muss durch die Köpfe und dann macht man sowas auch. Aber nicht daherkommen, was seid ihr für welche. Und im Übrigen leben wir nicht über unsere Verhältnisse, sondern wir leben schon lange unter unseren Verhältnissen, denn wir könnten schon lange alle viel besser leben. Und deswegen ist die zentrale und viel wichtigere Botschaft, Leute, hört endlich auf zu verzichten. Wisst ihr eigentlich, auf wie viel ihr verzichtet? Zu den für mich schönsten Nachrichten so in den letzten Jahren gehört, und das kriegt man konstant eigentlich mit, dass der Anteil junger Leute, die keine Lust mehr auf Karriere haben, wächst. Das ist jetzt eine Umfrage hier in der FAZ veröffentlicht vor kurzem. Studenten wollen in ihrem Leben vor allem mehr Zeit für Familie, Freunde, Freizeit und der berufliche Aufstieg ist nicht mehr so wichtig. Vor 2 Jahren waren es noch viel mehr. Hört endlich auf zu verzichten. Ihr verzichtet auf so viel.
Wir könnten nämlich völlig anders arbeiten, wenn der Laden vernünftig organisiert wäre. Und da wird deutlich, auf was wir verzichten. Wir können heute mit weniger Arbeit denn je mehr Reichtum denn je produzieren. Und wenn ich Reichtum sage, meine ich nicht den abstrakten Reichtum der Wertverwertung, die Billiarden an fiktivem Kapital. Ich meine stofflichen Reichtum, das, was wir wirklich zum Leben brauchen. Nur ein Beispiel, natürlich ist die Frage, wie viele Autos braucht man? Natürlich braucht man auch Autos, aber nur mal, weil das Auto so die zentrale Ware des Kapitalismus ist, nehmen wir mal das Auto, aber man kann das an anderen Beispielen auch durchdeklinieren. Als 1924 das erste Fließbandauto vom Band lief, diese berühmte Ford T, steckten in einem Exemplar 813 menschliche Arbeitsstunden, also vom Reißbrett bis zur Lackierung. 2008, auch schon wieder 10 Jahre her, steckten in einem Ford Fiesta genau noch 12 Arbeitsstunden und der Ford Fiesta war ein bisschen komplizierter als das Modell T von 1924. Wie kann es eigentlich sein, dass wir unter diesen herrlichen Bedingungen immer länger arbeiten sollen? Das ist doch der absolute Irrsinn. Das ist der absolute Irrsinn. Ja. Roboter und Computer nehmen uns immer mehr Arbeit ab. Jahrtausende lang haben Menschen Generationen und Generationen davon geträumt, dass es irgendwelche Automaten gäbe, dass es Möglichkeiten gäbe, ihnen die Arbeit abzunehmen, die mühsame Arbeit abzunehmen, sodass man sich konzentrieren kann auf das, was wirklich Spaß und Freude macht im Leben. Das war nur einigen wenigen Männern und noch viel weniger Frauen vergönnt. Warum? Weil sie ganz oben auf der Suppe schwammen, ihre Sklaven, ihre Frauen hatten, die für sie gearbeitet haben. Heute wäre es erstmals in der Menschheitsgeschichte für alle Menschen möglich, wesentlich weniger zu arbeiten und dabei besser zu leben. Wenn das, was mit den Robotern und Computern prinzipiell möglich wäre, auch sozial verträglich umgesetzt würde. Das ist die große Herausforderung. Und unter dieser ganzen Debatte jetzt Industrie 4.0, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, das ja nicht irgendwas ist von übermorgen, sondern ein Prozess, in dem wir mittendrin sind, der sich ständig verstärkt, wird immer deutlicher, dass zunehmend Arbeitsplätze wegfallen werden, auch in den sogenannten entwickelten Ländern, über um die 50% in Nordamerika, Westeuropa, und zwar nicht mehr nur die wenig qualifizierten Jobs, sondern zunehmend auch hochqualifizierte Jobs. Heute schon schreiben Computer ganze Texte in Journalen und Zeitungen. Es gibt seit einem Jahr ein Programm, das Hautkrebs besser erkennt als qualifizierte und erfahrene Oberärzte. Und. Das ist nicht mehr so wie früher, dass es nur die wenig qualifizierten Jobs betrifft. Das betrifft auch hoch- und höchstqualifizierte Jobs zunehmend. Die künstliche Intelligenz entwickelt sich rasant. Wir sind heute in der Lage, in einem Computer das Gehirn einer Biene abzubilden und das ist schon extrem kompliziert. Wenn die Entwicklung so weitergeht, werden wir in 10 Jahren Computer haben, die mehr Kapazität haben als das Gehirn eines Menschen. Das ist die Zukunft. Also wir stehen vor einer vollkommen neuen, revolutionären Herausforderung, die große Chancen auch beinhaltet, wenn es richtig angegangen wird. Denn entweder wir kriegen das in den Griff oder es droht Massenelend und extreme soziale Verwerfungen. Das ist völlig klar. Selbst ein reiches Land wie die Bundesrepublik Deutschland kann nicht 20 Millionen Menschen Hartz IV bezahlen. Woher soll es denn kommen? Und vor allem, wie hoch wäre der Hartz IV-Satz noch? Von ärmeren Ländern ganz abgesehen. Oder wir kriegen das in den Griff. Ja, wir sollten das in den Griff kriegen. Und deswegen
nicht wie das Kaninchen auf die Schlange erstarren, sondern den Stier bei den Hörnern packen. Ja, schön, dass uns die Arbeit ausgeht. Das ist doch klasse. Das ist doch klasse. Zum ersten Mal haben wir die Möglichkeit. Davon haben Menschen seit Jahrtausenden geträumt. Und deswegen Arbeitszeitverkürzung jetzt. Und ich rede nicht von der läppischen 35-Stunden-Woche. Ich rede von der 30, von der 20, von der 10-Stunden-Woche. Und der Rente mit 40 und spätestens jetzt sagt ihr, der spinnt ja völlig, der ist ja völlig abgehoben. Das ist doch genaue Gegenteil von dem, was wir jeden Tag hören und lesen. Der ist doch verrückt. Nein, ich bin nicht verrückt. Dieses Wirtschaftssystem und der herrschende Diskurs ist verrückt. Weil alles das und noch viel mehr steckt im Schnellkochtopf. Der Schnellkochtopf muss nur sozialverträglich organisiert werden. Natürlich wäre bei der massiven Arbeitszeitverkürzung Gesamtgesellschaft, die möglich ist, auch so etwas wie voller Lohnausgleich, und jetzt lege ich mich mit meinen linken Gewerkschaftskolleginnen an, zu denen ich mich selbst auch zähle, wäre ein voller Lohnausgleich auf Dauer unmöglich. Noch dazu, wenn man es ökologisch durchdiskutiert und sagt, es müsste sowieso in einer vernünftigen Welt viel weniger Autos und geben. Das würde auch den öffentlichen Dienst betreffen, weil der Staat hätte natürlich weniger Steuereinnahmen. Weil manche sagen, ja, dann gibt es eben Industrie weniger, aber dann ja Dienstleistung, ja, woher soll das bezahlt werden? Also die Megamaschine geriete ins Stocken. Das muss einem klar werden. Aber das ist sowieso, das ist ein Trend, der sich sowieso schon weltweit durchsetzt, vor dem man nur noch gerne die Augen verschließt. Diese Vorstellung vom Gelderwerb leben hat keine Perspektive. Die hatte übrigens für große Teile der Menschheit noch nie eine Perspektive. Und auch für eine zunehmende Anzahl sogenannter überflüssiger Menschen in den sogenannten entwickelten Ländern wird das immer perspektivloser. Vom Gelderwerb leben hat keine Perspektive mehr, insbesondere in Zeiten dieser rasenden Entwicklung von künstlicher Intelligenz und Robotern und Computern. Das Zeitalter der Erwerbsarbeit geht zu Ende. Diese Vorstellung hier, Bundesvereinigung Nachhaltigkeit, dass man also ewiges Wirtschaftswachstum und menschenwürdige Arbeit für alle vereinen könnte, das ist einfach auf Sand gebaut. Das hat damit zu tun, dass nicht verstanden ist, was Kapitalismus ist. Und das ist ein Nachhaltigkeitsdiskurs, wie er seit 50 Jahren geführt wird, ohne greifbares Ergebnis. Warum macht uns das so Angst, dass vom Gelderwerb Leben keine Perspektive mehr hat? Muss uns gar keine Angst machen. Wir müssen nur über den Tellerrand der Verhältnisse hinausdenken. Wir müssen völlig neu nachdenken. Und die Frage, was heißt Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum, neu stellen. Und die erste Frage ist, was heißt überhaupt Reichtum? Alltagssprache. Wir reden von zweierlei Reichtum. Nahrung, Kleidung, Kunst, Technik, das ist notwendig zum Leben. Wert, Geld, Kapital, das ist nur notwendig im Kapitalismus. Das eine sind Waren und das andere sind Güter. Das eine ist der stoffliche Reichtum und das andere ist der abstrakte Reichtum. Wenn wir von Reichtum reden, in dieser Gesellschaft reden wir in aller Regel, der ist reich, der hat Geld, ist ein Millionär, der Reichtum, der Banken, was alles. Wir sollten uns angewöhnen, vom stofflichen Reichtum zu reden, von dem, was wir wirklich brauchen. Und mit dieser Perspektive sieht die Welt schon ganz anders aus und auch die Möglichkeiten, die wir haben. Wir sind Gefangene dieser abstrakten Reichtumsproduktion. Also an 1000 Beispielen, vorhin das Beispiel mit den BMWs, es gibt zu viele Autos, aber zu wenig BMWs, immer mehr Abendarbeit, Nachtarbeit, Wechselschichtarbeit, allein in Deutschland 2 Milliarden Überstunden, davon 1 Milliarde unbezahlt. Das ist eine Umfrage. Wann würden Sie gerne in Rente gehen? Es sind nur 2%, die länger arbeiten wollen mit 65. Die allermeisten wollen viel früher aufhören. Was ist die Antwort? Rente mit 67, mit 70, mit 75. Das weiß man, das wird alles diskutiert. Und wer heute unter 30 ist, der weiß doch, wenn die Entwicklung so weitergeht, werde ich mit 80 noch keine Rente kriegen, von der ich werde leben können.
Das ist doch ein offenes Geheimnis, das weiß doch jeder. Das weiß doch jeder. Und das unter Bedingungen, wo die Roboter und Computer immer besser werden. Irre, irre. Wir sind Gefangene der abstrakten Reichtumsproduktion der Kapitalverwertung. Anders organisieren. Um aus einem Gefängnis herauszukommen, muss man erstmal verrückte Fragen stellen. Und aus diesem Gefängnis der abstrakten Reichtumsform rauszukommen, müssen wir eine Frage stellen, die uns vollkommen verrückt erscheinen muss, weil wir von Kindheitsbeinen an das genaue Gegenteil lernen, weil wir sonst nicht überleben können in der Gesellschaft. Und das ist diese Frage. Ja, wenn Bildung, Umwelt, Soziales, Gesundheit nicht finanzierbar sind, dann sind sie halt nicht finanzierbar. Aber warum sollen sie deswegen eigentlich nicht machbar sein? Warum sollen sie nicht machbar sein, nur weil sie nicht finanzierbar sind? Verrückt die Frage, ne? Aber genau die Frage ist der Anfang, um über die Verhältnisse hinaus zu denken. Um es zu verdeutlichen. Was sehen wir hier? Sommer, Sonne, Schwimmbad, alles toll. Da betreibt eine Stadt ein Schwimmbad, bezahlt die Leute, die wissen, wie das Schwimmbad funktioniert und es unterhalten, und die Leute, die schwimmen wollen, sind auch da. Alles gut. Was sehen wir hier? Hier hat eine Stadt kein Geld mehr, kann das Schwimmbad nicht mehr finanzieren und macht es zu. Was wir hier sehen, ist eine vollkommen verrückte, vollkommen absurde Situation, die wir aber überhaupt nicht mehr wahrnehmen als verrückt und absurd, weil wir schon so gepolt sind auf die irre Logik dieser Gesellschaft. Der ganze stoffliche Reichtum ist da. Das Schwimmbad ist da. Die Leute, die wissen, wie man das Schwimmbad bedient, sind auch da. Und die Leute, die schwimmen wollen, sind auch da. Der ganze stoffliche Reichtum ist da. Nur, weil er durch diesen irrsinnigen Flaschenhals der Finanzierbarkeit, sprich der abstrakten Reichtumsverwertung gehen muss, liegt der stoffliche Reichtum brach. Eine irrsinnige Situation, von der wir glauben, sie sei normal. Und deswegen machen die es richtig, die Leute hier. Die kümmern sich nicht um die Finanzierbarkeit, die schwimmen einfach. Die schwimmen einfach. Das war jetzt nicht als unmittelbar praktische Handlungsanleitung zu verstehen, aber das ist im Prinzip die Antwort. Das ist im Prinzip die Antwort. Und das geht natürlich nicht nur um das Schwimmbad. Der stoffliche Reichtum ist tatsächlich immer weniger finanzierbar. Ja und? In gewisser Weise müssen wir schon verzichten, aber auf was ganz anderes als der herrschende Verzichtsdiskurs uns unterjubeln will. Wir müssen auf das Prinzip der Finanzierbarkeit des Lebens verzichten und nicht auf den stofflichen Reichtum. Wenn unser Anspruch an ein gutes Leben mit dem Prinzip der Finanzierbarkeit in Konflikt gerät, geben wir dann unser Anspruch an ein gutes Leben auf oder denken wir über das Prinzip der Finanzierbarkeit nach? Raus aus dem Gefängnis der Finanzierbarkeit. Und natürlich muss sich dieser Prozess, der hier bildhaft mit dem Schwimmbad anfängt, ausdehnen. Wir brauchen einen gesamtgesellschaftlichen Prozess, der nicht mehr zurückzudrehen ist, der immer mehr Bereiche des Lebens aus der Markt- und Verwertungslogik herausnimmt. Verbrauchsgüter, Wohnen, Gesundheit, Bildung, Selbstorganisation. Selbstorganisation des stofflichen Reichtums. Das ist der Schlüsselbegriff. Und es gibt übrigens Millionen von Expertinnen für den stofflichen Reichtum, die genau wissen, wie man gut pflegt, wie man ordentlich verwaltet, wie man nachhaltige Produkte herstellt. Am Wissen, auch das Wissen gehört auch zum stofflichen Reichtum, das massenhaft vorhandene Wissen. Wir haben die Voraussetzungen, den stofflichen Reichtum ganz anders zu organisieren. Ja, und wenn Greta Thunberg, eines meiner Lieblingszitate in der letzten Zeit, sagt, wenn innerhalb dieses Systems so schwer Lösungen zu finden sind, sollten wir vielleicht das System selbst ändern? Dann sage ich ja genau, richtig so. Und deswegen lasst uns mal darüber reden, was das eigentlich für ein System ist, das wir ändern müssen. So, jetzt danke ich für die Aufmerksamkeit, mache ein bisschen Reklame für unsere Seiten und dann gerne Diskussion, solange ihr wollt. Vielen Dank.